25 Jahre Tafel Erlangen. Ein Grund zum Feiern, ein Grund zum Danken und auch ein Grund, um zurückzublicken auf die vergangenen 25 Jahre. Der eine sagt ja, in Erlangen gibt es zwei Projekte. Das ist der Babynotarztwagen und das ist die Erlanger Tafel. Für die würden wir immer spenden. Ja, Erlanger Tafel. Sie sehen hier unsere Ausgabestelle in der Raumerstraße. Ich kam im Jahre 1998, im Juli, zur Erlanger Tafel als neuer Leiter. Ich fand damals eine kleine Ausgabe vor mit nur einer Samstagsausgabe, mit wenig Lebensmitteln und wenig Abholen. Und es war natürlich alles noch völlig so mehr oder weniger privat, sage ich mal, weil die Überflussgesellschaft ja da wahnsinnig schon im Gange war. Die Sache mit den Privatautos, die hat dann irgendwann mal aufgehört. Da hat Mercedes oder Daimler ganz deutschlandweit gespendet. Und da haben wir uns beworben, ob wir da auch einen kriegen. Da haben wir einen bekommen. Da hatten wir einen Vito und mit dem konnten wir dann mit dem rumfahren. Wir konnten dann im Jahre 1999 die neue Ausgabestelle in Büchenbach eröffnen und im Jahr 2002 die Ausgabestelle in Herzogenaurach. In meiner langjährigen Tätigkeit habe ich viele Leute kennengelernt, die zu Erlanger Tafel gekommen sind. Viele Schicksale, die mich berührten, Menschen aus allen Herren Ländern. Und ich muss sagen, herzlichen Dank für alles, was machen diese Mannschaft Erlanger Tafel für uns, für arme Leute. Dankeschön. Wir konnten dann im Jahre 2003 eine neue Ausgabestelle eröffnen in der Ludbergstraße. Dank der Stadt Erlangen, den Stadträten, konnten wir diese ehemalige Bäckerei übernehmen. Ich freue mich, dass es über 25 Jahre hinweg gelungen ist, immer neue Aktive zu gewinnen, die mitarbeiten. Und es ist ja auch ein riesiges ehrenamtliches Projekt. Ich habe selbst mal einen Tag mitgearbeitet und habe deswegen einen Eindruck, was da alles dahinter steht. Die ganze Logistik, das Verteilen, all die Arbeit, die notwendig ist, um Menschen in unserer Stadt mit Lebensmitteln zu versorgen. Genauso herzlich geht der Dank an diejenigen, die die Lebensmittel spenden, denn ohne die könnte man sie auch nicht verteilen. Ich wünsche für die Zukunft alles Gute, weiter viel Erfolg und hoffe, dass es nach wie vor gelingt, Menschen für diese wichtige Arbeit zu begeistern. Um die Finanzierung der Erlanger Tafel zu sichern, speziell für die Tafelfahrzeuge, für Gewerbespielmaschinen, Lagereinrichtung und so weiter, wurde im Jahre 1998 der Verein zur Erlanger Tafel gegründet. Bis heute ein wichtiges Standbein der Erlanger Tafel. Der Förderverein für die Tafel beschafft Dinge, die die Diakonie oder die Tafeln selber nicht kaufen dürfen. Beschafft Obst, beschafft ein bisschen Gemüse im Winter. Er übernimmt die Anschaffungskosten der Fahrzeuge. Der Förderverein unterstützt, wie jetzt zum Schulanfang, die Familien mit Gutscheinen. Es ist auch für uns super gut, wenn Geburtstage sind. Teilweise werden dann auch keine Geschenke erwartet, sondern Spenden für die Tafel, für den Förderverein. Wir konnten dann im Jahre 1999 die neue Ausgabestelle in Büchenbach eröffnen und im Jahr 2002 die Ausgabestelle in Herzogenaurach. Die Tafel, speziell natürlich hier in Herzogenaurach, die Ausgabestelle Herzogenaurach, war für uns von Anfang an eine ganz wichtige Einrichtung. Gestartet ist die Ausgabestelle in Herzogenaurach in der Eichel-Mühlgasse in einem ehemaligen Gebäude. Das gibt es nicht mehr. Das ist auch gut so, dass es das nicht mehr gibt. Sondern wir haben jetzt seit vielen Jahren hoffentlich neu sanierte, wunderschöne Räume in der Kantstraße. Ich darf mich bei der Gelegenheit ganz herzlich bedanken bei den ganz vielen Ehrenamtlichen, natürlich auch bei der Leitung der Erlanger Tafel insgesamt für diese tolle Begleitung über viele Jahre hinweg. Die Ehrenamtlichen, die bei ganz vielen Stellen in Herzogenaurach und der Umgebung ganz viele Lebensmittel tagtäglich einsammeln und an Menschen, die das brauchen, ausgeben.
Ich selber bin immer wieder bei der Tafelausgabestelle Herzogenaurach. Erst heute habe ich es mir wieder angesehen. Es ist schön zu sehen, dass Menschen dort diese offenen Räume finden, dass sie die schöne Umgebung vorfinden. Das ist uns ganz wichtig, dass es den Charakter, auch wenn der Name Ausgabestelle ein bisschen nüchtern ist, dass sie aber den Charakter eines Ladens empfinden dort, und so ist es gestaltet und so machen es auch die Ehrenamtlichen vor Ort, dass sich diejenigen, die die Unterstützung brauchen, dort gut aufgenommen fühlen. Von Seiten der Stadt Herzogenaurach kann ich nur sagen, wir unterstützen die Erlanger Tafel auch weiterhin nach Kräften mit der Bereitstellung dieser hoffentlich tollen Räume in Herzogenaurach. Deswegen nochmal alles Gute und vielen Dank für das Engagement all diejenigen, die es möglich machen. Im Jahre 2013 ein neuer Schritt in die Schillerstraße. Und so ist es bis heute geblieben. Wir sind nach wie vor in der Schillerstraße, haben da sehr gute Räumlichkeiten und können unseren Kunden eben auch entsprechende Lebensmittel zur Verfügung stellen. Kunden haben wir inzwischen ca. 1700 Menschen, die jede Woche bei uns Lebensmittel abholen. Dazu muss man sagen, es ist nicht nur allein in der Schillerstraße jetzt, sondern wir haben auch eine Ausgabestelle in Herzogenaurach und eine Ausgabestelle im Stadtteil Büchenbach. Warum Büchenbach? Weil hier auch nochmal eine größere Anzahl an Familien, an Alleinstehenden, an Senioren wohnt, die Hilfe braucht, und die soll das vor Ort bekommen. Das heißt, sie müssen nicht den weiten Weg, für sie oft weiten Weg, in die Stadt fahren, sondern sie können dort, wo sie wohnen, auch zur Tafel gehen und Lebensmittel abholen. Und so ist einmal in der Woche am Samstag die Ausgabestelle Büchenbach auch geöffnet. Es hört sich alles gut an. Die Tafel Erlangen hat genügend Lebensmittel, hat Räumlichkeiten, hat auch entsprechende finanzielle Unterstützung durch zahlreiche Spender, Spenderinnen. Auch Firmen und Institutionen unterstützen uns sehr regelmäßig. Aber es bleibt doch bei der ganzen Sache ein gewisser Haken, ein gewisser Beigeschmack. Denn warum braucht es denn überhaupt Tafeln? Tafeln braucht es, weil es Menschen gibt, die nicht genügend zum Leben haben. Und so sehen wir die Tafeln uns auch als Mahner. Wir sind diejenigen, die sich auch immer wieder mit kritischen Anfragen an Politik oder andere Verantwortliche wenden. Und so helfen wir Menschen, ihren Alltag zu bewältigen. Und das sind Senioren, das sind Familien, das sind Alleinstehende. Es sind junge Menschen, die studieren, die kaum ein Einkommen haben. Also es ist eine ganz breite Palette von Tafelkunden, die zur Erlanger Tafel kommen. Und unser anderer Schwerpunkt ist, wieso können hier in Deutschland so viele Lebensmittel einfach auf dem Müll landen? Wir Tafeln schaffen ungefähr im Jahr 6 Millionen Tonnen zu retten, aber insgesamt werden 18 Millionen Tonnen weggeschmissen. Und so sind die Tafeln schon ganz lange eine Umweltbewegung, was man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sieht. Das Erlanger Tafelmobil wurde im Jahr 2017 gegründet. Das Tafelmobil beliefert in Erlangen rund 40 Haushalte, wo die Leute selbst aufgrund von Krankheit oder Behinderung nicht mehr zur Tafel kommen können, um Lebensmittel abzuholen. Und im Vorfeld fragen wir dann auch zum Beispiel ab, was die Leute gerne essen, was sie nicht vertragen etc. Versuchen das festzuhalten und versuchen auf die Wünsche einzugehen, wenn wir die Kisten packen, die am Nachmittag ausgeliefert werden. Tafel Erlangen. Wir blicken auf eine gute Entwicklung zurück. Wenn man sieht, von der Gründung bis heute ist ganz viel passiert. Wir werden auch weiterhin für unsere Kunden, für unsere Kundinnen, für die Stadtgesellschaft da sein, für Erlangen. Aber das ist nur möglich mit anderen zusammen. Und so kann ich nur Sie auffordern, helfen Sie uns zu helfen. Möglich ist es durch ehrenamtliches Engagement in der Ausgabe, beim Fahren, beim Einsammeln der Lebensmittel, aber auch durch Lebensmittelspenden, denn die Lebensmittelspenden sind unsere Grundlage, oder durch Geldspenden, denn ein Auto muss betrieben werden oder die Autos bzw. auch eine Tafelausgabestelle hat Betriebskosten. Und so gibt es viele gute Möglichkeiten, Gutes zu tun für die Tafel Erlangen. Sprechen Sie uns an, kommen Sie bei uns vorbei.